Und damit, und herzlich willkommen zur 89. Folge. Uhu, 89 Folgen des Gothic 3 Die Götterdämmerung Add-on Let's Plays. Wo ich das Fleisch zu Theodor da oben bringen möchte. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich das richtige Fleisch gesammelt habe, weil ich habe jetzt hier 26 Fleisch. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal dahin, reden mit ihnen. Ich versuche wieder reinzuhüpfen, damit ich sehe, ob... damit wir den mit der Sounddialog nicht buggt und mal gucken. Jippa. Halt! Kein Schritt weiter. Wo bleibt das Fleisch? Die Zeit wird langsam knapp. Ja, das ist das richtige Fleisch. Hier hast du Fleisch. Gute Arbeit. Danke. Wir brauchen nochmal deine Hilfe. Worum geht es? Wir haben jetzt zwar Fleisch, aber wir brauchen auch noch Weizen. Wo finde ich Weizen? Auf unseren Höfen. Halt einfach nach großen Säcken Ausschau. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Was willst du? Ich schaffe Weizen für Vanguard auf den Höfen. Okay, ich hätte echt nicht gedacht, dass es noch so viel mehr kommt. Theodor möchte, dass ich von dem Hof in der Umgebung 20 Säcke Weizen für die Vorratskammer beschaffe. Von dem Hof in der Umgebung. Ja, okay. Also eigentlich waren wir noch im Überlegen, inwieweit es denn möglich ist, dass wir an das Gold für die Rüstung rankommen. Aber da wissen wir ja eigentlich schon, dass da noch ein bisschen was fehlt. Wir könnten aber zumindest hier mal noch bei den restlichen Vendoren hier sellen und das Gold rausholen. Ich weiß gar nicht, wo überall jetzt gerade welche waren. Oh, so ein paar habe ich noch im Kopf. Boah, guck mal hier. 35.000 Gold, perfekt. Er kriegt einmal alles. Also immer alles, was ich auch nicht brauche. Wie zum Beispiel diese Waffe. Die hier will ich ja behalten. Und die habe ich ja gesagt, die gehört jemandem. Weiß ich nicht, ob ich die auch verkaufen darf. Aber die hier geht auf jeden Fall mal weg. Weil selbst eine Waffe fürchte ich ja. Ich brauche sie einfach nicht. Das Ding kann weg. Das auch, das auch. Das behalten wir wie immer. Die hier auch alle. Hier wird alles verkauft, was... doppelt und dreifach ist. Also bei den Ringen immer ab den dritten. Und hier ab den zweiten. Das kann auch weg, aber... ah, das macht jetzt aktuell nicht fett. Behalten wir mal noch kurz. Das kann auch weg hier. Mensch, genau. Das behalten wir. Das kann auch weg. Und das kann auch weg. Und dann haben wir zumindest... ja, fehlen auch noch die 6000 Gold. Muss mal ganz kurz was schreiben. Per WhatsApp, tut mir leid. So. Jetzt gehen wir auf die Höfe hier und die Umgebung. Es tut mir leid, manchmal, ich nehme wieder zu Uhrzeiten auf. Es ist 2.08 Uhr, ne? Da muss man auch mal jemanden per WhatsApp antworten, wenn man da angeschrieben wird. Wir gehen jetzt mal gucken, wo hier die Höfe in der Umgebung sind. Ich hätte jetzt ja eigentlich fast gesagt, dass wir die Weizensäcke hier suchen sollen. Aber ich würde ja eher vermuten, dass damit, die Höfe da hinten gemeint sind. Habe ich die Kiste schon gelootet? Nee. Auf geht's. Wieso auch immer ich so eine Kiste übersehe. Einfach und effektiv. Benötigt Talent Meister. Ganz ehrlich, damit haben wir das Gold zusammen, oder? Die ist doch locker mehr wert als 6.000. 8.500. Perfekt. Wir haben das Gold zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt das Weizen sammeln. Und wenn wir das Weizen haben, gehen wir uns endlich die Predator-Rüstung holen. Aber erst müssen wir jetzt gucken, wo genau ich denn das Weizen finde. Wie gesagt, ich vermute ja hier oben. Ich bin auch der Meinung, ich habe noch keine Weizensäcke gesammelt. Aber sicher bin ich mir nicht. Wunderschön, wie wir hier arschlangsam hochlaufen. Aber so hundertprozentig sicher
Welche Höfe damit gemeint waren, bin ich mir halt tatsächlich jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal so auf Verdacht überall lang, ob das denn wirklich vielleicht auch hier in der Pampa gefunden werden kann. Oder ob das schon sehr spezifisch ist. Also es ist wahrscheinlich jetzt bei so einer Quest, wird das so ähnlich sein wie bei WoW, wenn ich den ersten Weizensack gefunden habe und weiß, wie der aussieht, dann ist der Rest quasi geschenkt und müssen es dann nur noch mitnehmen. In den meisten Fällen. Ah, hier oben ist nichts, dann gehen wir nach da hinten. So richtig bin ich mir gar nicht sicher, wo die Bauernhöfe hier in der Umgebung von Vanguard sein sollen. Ich meine, das Einzige, was nach Bauernhof aussah bis jetzt, war wirklich hier. Und da waren aber auch nie wirklich... Ja, so ein richtig funktionierender Bauernhof war das nicht. Der war einfach niedergebrannt. Der eine, der da hinten da ist. Und ich glaube halt nicht, dass auf dem niedergebrannten Bauernhof Weizensäcke sind, aber vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch noch mehr als nur einen Bauernhof. Und ich habe das noch gar nicht so gecheckt. Ja, das da hinten, das sah für mich aus wie ein Bauernhof, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich mal gucken. Ich meine, da oben wäre dann auch noch mal ein Gebäude. Aber jetzt eine raue Menge an Bauernhöfen? Würde mir nicht einfallen. Ja, der Baum macht ein Geräusch. Ich hab's ja verstanden. Aber ich sehe hier keinen Weizen bis jetzt. Also, ich bin anscheinend nicht auf den richtigen Bauernhof. Aber das ist ja eigentlich auch eher Bauernhöfe bei Ardea und nicht Bauernhof bei Vanguard. Er hat mir auch nur gesagt in der Umgebung, oder? Wo finde ich Weizen? Auf unseren Höfen. Halt einfach nach großen Säcken ausschau. Alles, was er gesagt hat. Gehen wir nochmal nach da oben gucken. Ach Mensch, dich habe ich ja noch übersehen. Oh, noch ein bisschen XP hier farmen. Autsch! Autsch! Ja, ist doch gut. So. Ich meine, da hinten sind auch noch Bauernhöfe, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber... Das als Umgebung zu bezeichnen, ist halt auch schon wieder eigentlich hart. Eigentlich so. Große Säcke. Sind hier irgendwo große Säcke? Ich sehe keinen einzigen großen Sack. Ich sehe auch keinen kleinen Sack. Ich sehe überhaupt nichts Weizenähnliches. Lass mich in Ruhe. Also ich würde vermuten, hier bin ich relativ falsch. Dann gehen wir mal in die andere Richtung gucken, ob wir da irgendwas Bauernhof-ähnliches finden. Also ist wieder so eine Aufgabe, die Aufgabe an sich juckt mich so gar nicht. Die ist mir sogar fast noch lieber als die Fleischaufgabe, die wir davor hatten. Aber irgendwie habe ich so ein wenig das Pech, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll. Ich meine, sind hier noch Bauernhöfe in der... Vielleicht meinen, sind sie ja auch in der Stadt?
Aber weiß ich nicht. Ich meine, es ist ja schon wieder so eine klassische Stadt, wie man sie aus Anno, weiß ich gar nicht, aber wie man sie von früher kennt, wo es halt tatsächlich so war, dass es ein Hochadel gab, genau in der Mitte in den Mauern. Darum war dann nochmal eine Stadt, wo das normale Volk lebte. Und darum waren dann die Felder meistens nicht mehr ummauert, wo dann die Bauern lebten. Und so ist die Stadt ja auch im Groben aufgebaut, nur dass halt außen drumherum keine Felder sind. Lese gleich nochmal die Quest. Bin ja geneigt, eher weiter in die Richtung zu gucken. Also hier weiß ich, so ist das hier. Obwohl. Das waren auch keine Bauernhöfe. Theodor möchte, dass ich von den Höfen in der Umgebung 20 Säcke für die Vorratskammer beschaffe. Von den Höfen in der Umgebung. Ich meine, was soll denn bitte schön ein Hof in der Umgebung sein? Und wir latschen jetzt zu Vanguard. Und schauen, ob wir hier vielleicht auf dem Weg dahin noch irgendwas sehen. Aber hier ist halt nichts. Hier ist definitiv kein Bauernhof. Definitiv. Und habe ich Weizen bei zufällig? Weizen, Weizen, Weizen. Nennen wir es ja Weizensäcke. Und kein Weizen. Und da wäre die Frage, ob ich da den großen Fehler schon gemacht habe, dass ich sie verkauft habe irgendwo, weil ich die Werte habe, weil ich das Gold haben wollte. Was jetzt im Nachgang betrachtet dann ziemlich dumm gewesen wäre, wenn ich das getan habe. Aber bis jetzt war es eigentlich immer so, erst nebenbei hier die Pflanze, ja, immer so, dass das eigentlich nicht möglich war. Aber der einzigste Bauernhof, der mir einfällt, wo Säcke rumstanden, der ist ich dachte jetzt hier unten, aber selbst da? Nee. Aber habe ich überhaupt schon mal jemals einen Bauernhof gesehen, der bewirtschaftet wurde? Mein Kopf rödelt. Bauernhöfe in Gothic 3. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das hier ist auch kein Bauernhof. Ich kann hier nochmal gucken, ob hier vielleicht Säcke sind, aber ein Bauernhof würde mir einfallen. Bei Monterra würde mir ein Bauernhof einfallen. Und zwar hier. Da würde mir ein einziger Bauernhof einfallen. Aber ob ich da wirklich hinlatschen will? Also ich meine, ich muss, wenn ich nichts anderes finde, aber als erstes? Naja. Gut, wir kaufen uns mal die Predator-Rüstung. Weil wir es können. Um mal den positiven Effekt zu haben, dass wir es wieder geschafft haben, uns von der mittleren Rüstung auf wahrscheinlich die beste Rüstung in-game abzugraden. Und das mit der Begründung, weil wir es können. So, die da würde ich haben. Doppelklick, danke. Und das kriegst du noch. Und dann machen wir hier Goldausgleich. Und dann tauschen wir das Ganze. Dann habe ich noch 2900 Gold. Und dann ziehen wir die Rüstung einmal an. Wunderschön. Also vorher leichte Rebellenrüstung. Schutz vor Geschossen, Schmettern 15 und Klingen 25. Und hier Geschossen 90, Zerschmettern, Klingen 110. Und sie sieht auch entsprechend hübsch aus, wie ihr seht. Und damit fühle ich mich jetzt zumindest mal für den Nahkampf gewappnet. Kann ich die Kamera? Nee, kann ich nicht drehen. Für den Nahkampf besser gewappnet. Hat der noch irgendwie einen Helm oder so, den ich vielleicht haben möchte? Ich weiß, ich habe mir schon einen Helm gekauft, aber
Hier wäre der Panzerkettenhelm, der jeweils 10-10 gibt und kostet 2500. Und was habe ich an? Den Nomada-Klingenhelm, der 25 auf Klingen gibt. Glaube ich, der 10-10er wäre mir sogar lieber. Das ist aber jetzt eine schwierige Entscheidung, weil er hat einen Goldwert von 2500 und der hier von 1000. Ich kaufe den mal. Also es ist aus dem Grund eine schwierige Entscheidung. Und die Rüstung kann er mal noch haben. So. Aus dem Grund eine schwierige Entscheidung, weil ich nicht weiß, was mir lieber ist. Ich habe jetzt halt aus Versehen hier das Amulett gewechselt gehabt. Doch, der hier ist mir lieber, weil der beides gibt. Der gibt nur ein was. Komm, machen wir es so. Habe ich jetzt hier irgendwie gerade ein falsches Amulett angezogen? Jetzt wieder das an. So, dann kriegt er noch den alten Helm. Behalten wir den hier. Ich muss ihm das mal ein bisschen geben, weil ich brauche ein bisschen Gold. 2100 haben wir jetzt noch. So. Ein Helm, der hinten sogar noch so ein Ding dran hat. Ich weiß leider nicht, wie ich die Kamera um mich drum rumdrehen könnte, sonst würde ich es euch mal zeigen. Aber so ist es jetzt. Ich bin glücklich über die Rüstung. Man hört die Freude in meiner Stimme. Freude! Und jetzt suchen wir Weizen. Das nächste, was wir jetzt noch machen könnten, wäre unser Level abverteilen, aber... Es drängelt mich jetzt mal gerade noch nicht. Da warte ich mal noch, bis ich ein bisschen Gold wieder habe. Jetzt nicht massiv viel Gold, aber so ein bisschen wäre cool. Und... Ja. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach Bauernhöfen. Ich werde übrigens jetzt nicht mehr Schaden machen mit dieser Rüstung, sondern nur weniger Schaden bekommen. Ich weiß jetzt noch nicht, wann wir das nächste Mal kämpfen und das auch ausprobieren können. Aber wir werden das schon noch rauskriegen, dass diese Rüstung gut ist. Erstmal Pause machen. Er hat auch nichts. Ich meine, ich habe bei allen möglichen Leuten alles Mögliche verkauft. Ich wüsste jetzt nicht, bei welchen Händler ich den großen Schwall verkauft habe. Ich weiß, ich habe irgendwann mal den großen Schwall gemacht und alles verkauft, was Gold gibt. Hier, Weizensäcke. Speichern. Eins. Zwei. Drei. Hier, okay. Also, vermutlich sind die Weizensäcke immer jeweils in den Städten. Ich will mich jetzt nicht beschweren, wir haben hier jetzt noch vernünftig was gefunden. So, das sind jetzt wie viele? 15. Wie viel brauche ich? 20, ne? 20 fehlen 5 Stück. Stehen noch zufällig 5 Stück rum? Ich meine, dann würde ich den Rest ja eher bei Adea jetzt mal suchen. Bin ich ganz ehrlich. Bevor wir jetzt hier weiter noch in die Richtung rennen, weil wir würden ja jetzt eigentlich nicht in Richtung von Lee laufen, wo ich hin darf, sondern eher in die entgegengesetzte Richtung. Wir würden ja jetzt eher Richtung der Ork-Grenze laufen. Und da ist halt die Frage, ob die überhaupt Weizensäcke haben. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Aber ich weiß halt auch nicht, ob in Adea Weizensäcke rumstanden, ne? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Ich glaube, mit Bauernhöfen sind Städte gemeint. Dann können wir auch nochmal nach Faring reinkommen. Faring ist in der Nähe, dann gehen wir nach Faring noch rein. Gucken, ob wir da Weizensäcke finden. Sehr gute Idee. Und dann halt schon nach Adea. Und wenn das dann alles nichts ist, dann noch nach Redok und Kap Dun. Und wenn da dann auch nichts ist, dann werden wir hier wieder zurückkommen. Wollen wir noch hier einmal hochgucken? Etwas genauer vielleicht? Vielleicht habe ich ja Glück und finde die noch hier drinne. Aber sieht mir im ersten Moment nicht danach aus. Das ist auch keiner zum Sammeln. Nee.
Ja gut, ich möchte mich übrigens nochmal erwähnen, dass ich sehr, sehr glücklich bin, endlich diese Rüstung zu haben. Lange haben wir darauf hingespart und ich freue mich auf endlich gute Kämpfe und hoffe, dass wir nicht jetzt auf einmal das Problem haben, dass es keine Kämpfe mehr gibt, die wir machen können. Und vielleicht gehe ich noch nächste Folge da oben nochmal fix rein. Aber jetzt geht es erstmal in die nächste Folge. Wir sammeln weiter Weizensäcke, damit wir endlich zu Lee kommen, damit wir endlich Frieden in die Welt schaffen können. Und ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, damit ihr mich schreibt, ne Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö.